Hallo, wieder mal. Hier, ich sitze, man sieht's, man kennt's, Kopfhörer, alles. Retropine. Ich spiele wieder ein C64-Spiel aus der guten alten Zeit, das mich damals im Regelfall interessiert hat. Manche habe ich davon bisher geschafft, wie man gesehen hat, manche nicht. Aber ich hoffe, es war immer einigermaßen interessant und es sollte auch diesmal so sein. Ich habe mir nicht einen echten Klassiker rausgesucht, der jetzt nicht C64-Original ist, aber auf dem habe ich es halt damals zuerst gespielt. Und los geht's mit der Aufnahme. Und jetzt geht's mit diesem Ding hier los. Bill Hoax, Miner 2049 in der Fassung für den C64. Ich bin diese lustige Figur, nämlich Bounty Bob. Und ich renne in einer Mine, die von seltsamen Viechern invasioniert wurde, rum. Und meine Aufgabe ist es, alle Streben einzufärben quasi. Also eine Art Mischung aus Pac-Man und Amida, wenn man so will, und Quicks. Und der Gag ist, wenn man die Objekte aufsammelt, es bringt nicht nur Punkte, das mutiert diese Wesen. Und dann kann ich sie eine Zeit lang kaputt machen. Hier, das weiß man als Profi noch von damals. Das ist ganz wichtig, sonst springt man vorbei. Man kann nicht den Sprung nicht steuern. Sondern nur, ja, springen, wie man sieht. Wichtig ist übrigens auch, es gibt ein Zeitlimit pro Level, was auch ganz schön fies ist. Da muss man nicht Gas geben. Die Gegner muss man nicht alle plätten, wichtig ist aber, man muss alle diese Streben auffüllen. Das mache ich mal. Interessant ist übrigens auch, wenn man neu startet, die Farbmischung der Levels, der Level ist zwar immer gleich, aber die Farbkombinationen sind unterschiedlich. Also wenn ich jetzt das wieder nochmal starten würde, wäre es zum Beispiel grün, oder blau. Es gibt 10 Levels in meiner 2049er und ich gucke halt jetzt einfach mal, wie weit ich komme mit meinem bisschen noch Können hier. Moment, da machen wir mal strategisch unklug. Machen wir mal diese zwei Kerle weg. Das hat nämlich schon Tücken. Also man kann nicht sehr weit fallen und das Fiese an der Stelle ist zum Beispiel diese Rutschen. Da rutscht man nämlich runter, wie man sieht und kommt dann nicht unbedingt an die Strebe zum Füllen. Also ich gucke mal, wie gut ich es jetzt hinkriege noch. Machen wir den mal schnell platt. Und dann muss man nämlich gucken, dass man das trifft, was ich jetzt hier wieder nicht so besonders toll geschafft habe. Und das Problem ist natürlich, wie gesagt, das Zeitlimit. Vor allem. Blinken die eigentlich, bevor sie nicht mehr gehen? Ich glaube ja. Also das ist hier alles nicht so ganz einfach, wer das glaubt. Bloß weil ich jetzt hier perfekt spiele. Ja, perfekt, schön wär's, gell? Ah, da fehlt immer nur eins. Das war jetzt natürlich richtig scheiße. Damit ist das Zeitlimit ausgehen, vor allem wenn ich mich hier so anstelle. Also, ja, wie man sieht, ich probiere es. Und man muss einigermaßen planen, wo man langläuft, sonst geht einem wirklich ganz massiv die Zeit aus. Also jetzt habe ich keine Chance mehr. Man sieht schon. Selbst wenn ich jetzt nicht. Was man nicht darf, ist runterfallen. Also hätte ich auch gleich machen können, um die ganze Zeit zu beschleunigen. Jetzt wird man sehen, es hat das Ding ein anderes Farbschema gleich. Ja, man sieht es eindeutig. Jetzt sind wir gelb. Ja, also um jetzt ehrlich zu sein, ich weiß auch gar nicht die beste Strategie, wie man hier jetzt vorgeht. Ich gehe mal so rum. Das scheint mir echt gar nicht mal so doof zu sein. Erstmal oben rum alles erledigen, um den größten Stress los zu sein. Schön ist, das reicht, wenn man sie von unten andotzt. Wie man sieht, das ist praktisch. Und ich, also alle 10 schaffe ich 100 pro nicht, da muss man auch gleich rumtun. Ich gucke halt einfach mal, dass ich euch jetzt ein paar dieser Levels hier zeige. Das ist zum Beispiel eine fiese Sache hier mit denen, mit den Schweinebacken. Aber das war jetzt gar nicht mal so schlecht, hätte ich eigentlich vorher auch dran denken können. Muss ich bloß gucken, wie ich an die Stelle hier komme. Genau, gut. Das war jetzt nicht schlecht. Ah, rechts kann man nicht runterfallen. Okay, das ist wieder gut zu wissen. Das war mir jetzt nicht bewusst im ersten Anlauf. Ja, das sieht gut aus. Das sollte ich jetzt doch schaffen. Obwohl, das war jetzt
Nein, war wieder nicht ideal. Ah, bin ich blöd. Wieder nicht perfekt gedacht. Scheiße. Aber vielleicht schaffe ich es noch in der Zeit. Hab nicht dran gedacht, dass ja hier... Ah doch, ich hab's geschafft. Puh! Das ist nicht ein bisschen Risiko bei den Rutschen. Wo darf man drüber laufen? Wo rutscht man runter? Das muss man wissen. Oder halt Glück haben, in meinem Fall. Oh, das ist jetzt auch spannend. Hier gibt's nicht einen Lift. Wie der funktioniert, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da muss ich erst ausprobieren. Ah, da darf man. Okay, gut. Wie man sieht, die Level haben tatsächlich ein paar Ideen. Oh, das ist jetzt gemein. Kann ich an dem vorbei? Yep. Oh. Gut. Ah. Ah, scheiße. Das war suboptim. Ah, das hat nicht gereicht. Mist, das geht also nicht. Aber wenn man drauf geht, darf man den ganzen Level natürlich von vorne anfangen. Mist, gell? Es war nicht gut. Dann machen wir es jetzt so. Schnapp ich mir das. Und bis zum rechten, das müsste reichen. Also die blinken auch nicht, wie wir jetzt gerade feststellen. Hm? Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie man das hier auslöst. Ah. Ah, okay. Okay, muss man halt auf die Zahl schauen. Wieder was gelernt, gut. Hm. Also, Moment, das will ich. Und dann muss ich wieder nach zum Einsen runterfahren. Ich glaube, da darf ich nicht runterfallen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist zu hoch. Nachdem ich im letzten Leben bin, wäre es jetzt riskant, es auszuprobieren. Na. Ah, verpufft. Scheiße. Naja, wie man sieht, ich bin toll. Ich mache nochmal einen Run. Ich bin mir nicht sicher. Hier, jetzt sieht man hier auch grün. Ich bin mir nicht sicher, ob es Cheats gibt für dieses Spiel. Ich glaube ja. Also es gibt einen Nachfolger übrigens noch. Bounty Bob Strikes Back ist der zweite Teil einfach. Der prinzipiell genau das gleiche ist. Bloß statt mit 10 mit 25 Levels. Mit einer recht witzigen Highscore-Tabelle. Und der größte optische Unterschied ist, dass diese Streben pseudo-dreidimensional sind, indem sie so eine Schräg-Schatten-Optik haben, wie man sie halt, um quasi einen Schatten zu faken, also Tiefe zu faken. Und das ist auch noch bekannt dafür, dass die ASM, die ja seinerzeit im Zeitalter der Happy Computer bewiesen hat, dass man auch richtig schlechte Spiele-Testzeitschriften machen kann, das als Gurke des Monats oder Flop des Monats getestet hat. Bounty Bob Strikes Back, ein richtig gutes Spiel, und die haben behauptet, es taugt nichts. Das Einzige, was nichts getaugt hat, war der Tester des Spiels. Das tut mir leid, also muss man so sagen. Ich meine, ich mache das ja auch schon seit ein paar Jährchen ein ganz klein wenig beruflich, und ich glaube, ich kann mir schon anmaßen einzuschätzen, ob ein Spiel damals gut war oder nicht. Naja, scheiße. Und das war richtig gut, das zweite auch. Und wer das nicht begriffen hat, der, ja, gut, da fallen mir keine positiven Worte zu ein. Der ist halt ein Banause, muss ich sagen. So. Also wie lange man wirklich braucht, wenn man sich's gut kann hier, wahrscheinlich nicht allzu lang. Oh, schnell, schnell, schnell. Uff, hat noch gereicht. Ich spiele hier, wie man sieht, auch nicht optimal. Ich bin halt auch kein Speedrunner. Aber macht ja nichts. Ich spiele einfach, damit man ein bisschen sieht von diesem schönen Klassiker. Das gibt's unter anderem auch für... Was gibt es alles? Für das alte Atari. Coleco, glaube ich. Die Heimcomputer wohl eine Handvoll, also Apple und Co.
Das war jetzt übrigens wieder bescheuert von mir, muss ich leider zugeben, war wieder nicht gut gedacht. Diese Scheißrutschen. Ja gut. Jetzt ist Risiko. Gott, hat doch geklappt. Guti. So, weiter geht's wieder zu dem Aufzugteil. Dann schauen wir mal, was wir diesmal ein bisschen besser machen. Da dürfte das Zeitlimit aber jetzt keine Rolle spielen. Ich muss bloß gucken, dass ich mich nicht anstelle. Allzu doof anstelle. Ja, das geht ganz gut, wie man sieht. Hier, bloß nachher dann da nicht wieder letzte Depp wieder springen an Stelle. Jetzt, also da hat man jetzt natürlich ein bisschen besser. Das war okay. Das war jetzt nicht ganz super ideal, aber es müsste schon jetzt gehen. Jawohl, wie man sieht, das geht. Das ist jetzt also kein Problem diesmal. So, na, ich habe den Level. Ja, jetzt bin ich wie viel? Ja, gucken wir mal. Also den vierten sehen wir zumindest mal noch. Schadlos durchgekommen. Mal schauen, was der mir jetzt zu bieten hat. Oh, scheiße. Also der ist jetzt, das ist natürlich jetzt fies, weil da geht, das ist mal richtig fies. Da kann man ganz viel falsch machen. Mit der Sprungweiten. Uff. Hm. Dann kann man doch, darf man doch runterfallen, oder? Muss man runterfallen dürfen, sonst geht das nicht. Also da muss man, wie man sieht hier links, jetzt wo ich jetzt gleich drauf springe, da kann man davor so hoch, so tief darf man offensichtlich fallen. Sonst könnte man das ja nicht erreichen. Das wiederum darf man nicht. Ja, gut. Okay. Probieren wir es halt nochmal. Da fällt mir gerade auf, dieser ab. Das ist ja mal richtig blöd an der Stelle. Hier. Und dann muss ich wieder runtersteigen, oder? Kann ich da irgendwie. Nö, da geht nix. Das ist ja blöd. Nee, springen geht so tatsächlich nicht. Also, das geht nicht demnach. Oh oh. Das ist mir zu. So weit geht's noch, genau. Ja, da muss man halt ein bisschen sich mal ausdenken, wo es lang geht. Das ist offensichtlich, man sieht es nicht ganz so super simpel. Aha. Das war jetzt übrigens auch schlecht von mir, weil da hätte ich jetzt, glaube ich, noch. Scheiße. Eins, das hätte ich anmalen müssen gleich, weil sonst komme ich. Uff. Ja, geht. Habe ich doch noch. Schaut eigentlich ganz gut aus. Schaffe ich das jetzt diesmal? Könnte gut klappen. Ich glaube, da darf ich runter. Jawohl. Hoppala. Oh, das ist nicht gut. Da hätte ich jetzt bräuchte ich hier an dieser Stelle, wäre jetzt gut, wenn ich einen extra hätte. Wie man sieht, kann ich da drüber springen. Treffe ich ihn? Ich habe ihn erfolgreich vermieden. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. So, jetzt wird es nur noch knackig. Schaffe ich den letzten Sprung dann hier? Müsste aber ja. Ja, prima. Also die Hälfte der Level kriegen wir zu sehen, weil den fünften habe ich jetzt erreicht. Was macht der noch? Schauen wir mal.
Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Das wusste ich nicht. Schweine. Okay, den darf man nicht berühren. Offensichtlich. Das ist ja fies. Schnell. Uff. Das ist ja fies. Cut. Wupp. Nein, und das war's. Okay, wie man sieht, gar nicht so einfach, aber irgendwie schon ziemlich cool und eigentlich doch durchaus Ideen und trickreich. Das hat mich damals auch fasziniert. Ich weiß gar nicht, ob ich seinerzeit so weit gekommen bin ohne Tricks und überhaupt nicht, an den kann ich mich kaum noch erinnern. Aber macht ja nichts. Jedenfalls, wie man sieht, Bill Hogue ist, der hat unter anderem auch noch den einen der ersten Heimcomputer-Flipper programmiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, machen wir hier aus, damit das weg kann. Ja. Wie man gesehen hat, so, hier Pause schmeißen. Wie man gesehen hat, hübsch Spiel der Frühzeit, aber ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spaß gemacht. Ich habe immerhin knapp die Hälfte davon geschafft im zweiten Anlauf. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Jedenfalls, dann schauen wir mal, was es das nächste Mal gibt. Aktuell habe ich tatsächlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch keine Idee. Wenn mir jemand Vorschläge geschickt hat, werde ich sie mir sicher anschauen. Wenn nicht, dann werde ich sicher selber auch mal was finden. Wie auch immer, ich hoffe doch, dass es mal irgendwann weitergeht. Und dann deshalb bis dahin. Tschüss.